Seid gegrüßt, liebe Skyrim-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Anniversary Edition. Ja, wir machen weiter mit der Quest Ascheherz. Wir hatten ja in der letzten Folge das Rätsel der Waffenkammer gelöst und haben nun Zutritt zu dem merkwürdigen, flüsternden Schatz hinter dem Fallgitter. Und ja, in dieser Folge werden wir mal gucken, was sich in dieser Truhe verbirgt. Und ich bin schon ganz gespannt, was dieses Flüstern, was diese Anziehungskraft auslöst. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Sorge, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal erst. Guck mal, hier haben wir Gold. Nehmen wir auch mal mit. Strongbox. Makelloser Rubin und... auf geht's. Eine Notiz. Hoffnungsfeuer. Oh, nice. Alter. Das Ziel erleidet 45 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden. Leute, wollt ihr mich verarschen? Geil. Oh, geil. Oh, das gefällt mir. Geiles Teil. Ist, glaube ich, auch eine Einhandwaffe, ne? Hoffnungsfeuer, nice. Nehmen wir mit. Dietrich, Gold nehmen wir auch mit. Halskette der Regeneration haben wir, glaube ich, auch schon. Saphir. Und wir lesen diese merkwürdige Notiz. Erdenrevels Notiz. Töte den Priester von Dagut Ur. Mir wurde gesagt, dass das Tor sich ohne die Masken nicht öffnen lässt, aber die Priester haben den Willen meines Meisters unterschätzt. Es war Dagut Ur, der das Tor geöffnet hat und er bat mich einzutreten. Und wenn ich sein Gesicht trage, spreche ich seine Wahrheit und aus seinen Worten entspringt die Heilung, die die ganze Welt erfassen wird. Mein Tempelbruder Atamis war der Erste, der seinen Segen erhielt. Sein einstmals trauriges Gesicht ist nun ein wundervoller Anblick und sein Mund wurde zu einem netten Lächeln vernäht. Er scheint sehr zufrieden mit den Veränderungen zu sein, denn mir sind keine Beschwerden zu Ohren gekommen. Ich spüre, dass er nun wahrhaft glücklich ist. Ihr seid ihm vielleicht schon begegnet, habt ihn mit ihrer Hand getötet. Vielleicht habt ihr all die kleinen Geschöpfe meines Meisters kennengelernt, als sie sich auf den Tempel stürzten. Ich wusste, dass das passieren würde, denn es wird die Zeit kommen, zu der der Champion des Tribunals meinen Meister herausfordern wird, genau wie der Nere Varine es seinst getat. Das Tribunal hat drei Köpfe und ihr tragt sie alle. Ihr habt den Weg geöffnet und seid daher würdig, durch die Hand meines Meisters zu sterben. Kommt zum Friedhof bei Telmetrin. Die Geschöpfe meines Meisters werden euch dort verschlingen. Leute, wir nehmen die Herausforderung an, wir werden gegen den Meister antreten und wir haben hier noch die Möglichkeit, ne, das hatten wir in der letzten Folge, wir können hier die ganzen Sachen wieder mitnehmen. Ne, da ist ja alles Mögliche am Start und ich würde mal sagen, wir werden hier mit folgender Waffe kämpfen. Wir haben ja auch mega geile Waffen eingesagt, 97 Schaden, Tageslicht finde ich auch super geil. Dann haben wir hier noch Magierfluch, verursacht 90 Punkte Magikerschaden. Hoffnungsfeuer, das Ziel erleidet 45 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden. Mega geil, nehmen wir mit. Rüsten wir mal aus, das Ding. Oh, nice. Richtig geil. Nice. Gut, Leute, ich würde sagen, wir nehmen die Herausforderung an. Wir müssen... weitere Informationen. Töte den Priester von Dagut Ur. Okay. Wo ist der Penner? Das war in Telmetrin, ne? Telmetrin ist doch hier hinten. Okay. Alles klar. Dann machen wir das einmal. Wir reisen nach Telmetrin. Ist die Frage, ob wir unserer ja, Göttin auch Bescheid geben müssen, beziehungsweise der Dame, die hier vorne das Sagen hat. Ich spreche einfach mal mit ihr. Vielleicht können wir auch jemanden mitnehmen, wobei ich glaube... Wow! Alter, du... Boah! Du blöde Kuh! Alter! Boah! Alter, wie krank war das denn? Ist die behindert? Oh. Puh. Alter. Gut. Können wir hier... Guck mal, die gucken uns schon so merkwürdig an. Können wir mit ihr sprechen? Und was braucht ihr? Ja, komm, dann leck mich. Können wir hier einen mitnehmen? Seht aus, als hättet ihr schon... Ja, okay, bei mir ist es leider verbuggt. Ihr könnt es ja, glaube ich, machen. Passt auf euch auf. Ich glaube, ihr könnt da tatsächlich einen mitnehmen. Bei mir ist das leider verbuggt. Ich weiß nicht... wo mein Folger rumhängt. Scheinbar backt er da irgendwie wieder rum. So, ich glaube, es war das letzte, war es, meine ich, Serena gewesen. Ich hatte auch schon in Dämmerwacht geguckt. Da war sie auch nicht gewesen. Also alles irgendwie scheinbar wieder buggy.
Aber jetzt werden wir uns erstmal dann eben alleine um den Priester namens Dagut Ur bemühen und ihn hoffentlich abmetzeln können. Ich meine, wir haben jetzt geile Waffen gekriegt, auch geile Rüstungen, und ich werde mir dann in einer anderen Folge einfach mal random die ganzen Sachen hier mitnehmen und die bei uns dann zu Hause irgendwie dann einquartieren im Tundragut, in unserer Waffenkammer. So, wir reisen schnell nach Telmetrin. Und da werden wir uns den Kampf widmen. Welche Feinde denn? Hä? Was? Och nee, jetzt. Oh ja. Okay. Oh, die Waffe ist ja mal mega geil. Alter, wie schnell gehen die denn kaputt? Alter, wie geil ist die Waffe denn? Boah, ist die geil. Boah, ist die geil, Leute. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr die Anniversary Edition habt, ladet euch das Ding runter. Erstens macht diese Quest mega Spaß. Die Quest ist mega groß. Und ihr werdet da tatsächlich reich beschenkt. Na, du Penner? Hm. Oder nicht? Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ja, also bitte macht das ruhig. Probiert das einfach mal aus. Die Quest bringt so viele neue Sachen mit sich. Nicht nur eine lange Questreihe, sondern auch richtig geile neue Waffen, geile Rüstungen. Einfach mal ausprobieren. So, ich dachte, der Nebel wird hier ein bisschen verziehen, aber leider nicht. Dann müssen wir halt eben im Nebel kämpfen. Machen wir. Gut. Wo ist der Priester und seine Schar? Da unten soll der Friedhof sein. Und da, ich sehe, doch, da sind schon ein paar Leute, ne? Da wartet er schon. Ah, da ist er. Da ist er. Was hat der denn an? Alter, wie sieht er denn aus? Ich gehe in die Ego-Perspektive. Ich glaube, da können wir besser gucken, ne? Das ist er. Was hat er denn an? Hat der ein Schild übergezogen oder was? Komm her, du. Du alte Drecksau-Erden. Der heilt sich. Wer schießt denn hier noch auf uns? Du blöde Sau. Alter, ich liebe unsere neue Waffe. Und er schießt da noch. Beschaffe die Maske von Dagut Ur. Aschenbrotentzünder. Okay, hier mein Freund. Blitzschaden. Ich liebe diese Waffe. Ich feiere diese Waffe so krass, das glaubt ihr gar nicht. Nice. So, wir haben hier... Ah ne, da hat er die Viecher beschworen. Sarkophag. Ja, okay, alles klar. Und wir schauen mal, was der Penner hier übrig hat für uns. Das war er gewesen. Ja! Wir haben alle Schmiedesteine. Das heißt, wir können mit der Quest auch weitermachen. Nice! Sammle die Dwemer Schmiedesteine in Solzheim ein. Nice! Grüner Apfel, Smaragdring und die Maske von Dagut Ur. Robe des Lichts. Scheiß auf die. Nice. Abgeschlossen. Ascheherz. Sehr, sehr nice. Komm, die Robe nehmen wir auch noch mit. Scheiß auf den Lappen. Wir müssen aber wieder irgendwas droppen. Scheiße, irgendwas muss ich droppen. Alter, boah. Also diese Waffe ist von denen allen am geilsten jetzt. Magierfluch, Nervtöter, Tageslicht. Und die Waffe werden wir jetzt gleich noch verzaubern können, weil wir haben auch alle Steine mit eingesackt. Tja, Leute, ich habe ein kleines Problem. Ihr kennt es ja. Maske von Dagut Ur. Wir haben jetzt alle Masken eingesammelt. Ist die Frage, können wir die danach auch alle irgendwie aufschlitzen? Warte mal, wir machen mal gerade so. So. So, jetzt können wir wieder laufen. Okay, müssen wir eigentlich zu ihr dann zurück und ihr Bescheid geben, dass wir den Typen platt gemacht haben? Also müssen wir in den Tempel zurück? Warte mal, das machen wir gerade mal. Vielleicht kriegen wir von ihr noch irgendwie eine Belohnung. Das war hier, ne? Aschefallriss. Wir sagen ihr einfach mal Bescheid, dass wir diesen komischen Priester erlegt haben. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas von ihr. Müssen wir eigentlich meinen, wir haben jetzt den ganzen Verein da irgendwie gerettet. Ja, wir haben das Problem herausgefunden. Wir haben auch das Rätsel gelöst. Dazu war ja keiner von diesen Pfeifen in der Lage. Wir gehen mal kurz hin und geben die Quest ab. Was ist denn da los? Was geht denn jetzt hier ab? Was ist das denn? Hä? Hä? Ordinator, was machen die hier? Wer ist er denn? Braucht ihr etwas? Hä?
Hey, was geht denn jetzt hier ab? Okay, merkwürdig. Wieso haben die sich jetzt gerade gegenseitig abgeschlachtet? Wir reden mal mit der... Warum stürzt jetzt... Alter, was ist denn das hier? So, wir sind wieder zurück. Kriegen wir jetzt irgendwas von dir? Ihr braucht etwas. Hä? Ihr sprecht die Wahrheit. Hört, hat die Göttin eine Aufgabe für mich? Die Göttin hat mir befohlen, euch alle zu töten? Noch nicht. Okay. Also, passt auf euch auf. Wir kriegen jetzt gar nichts? Hallo, wir haben hier... Passt auf euch auf. Wir haben doch den ganzen Laden hier befreit. Und wir kriegen nichts? Nichts von dir? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja. Ja also. Gut, wir kriegen überhaupt nichts. Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie noch eine Belohnung, weil wir den ganzen Verein ja beschützt haben. Naja, ja gut, ich meine, dafür haben wir ja letztendlich den Zugang zur Waffenkammer erhalten. Wir konnten uns da schön die Taschen voll machen. Ist ja auch irgendwie geil. Aber das hier verstehe ich noch. Ja? Hä? Okay. Braucht ihr etwas? Ordinar. Braucht ihr etwas? Ekelhafter Typ. Gut, dann lasst ihr mal hier noch ein bisschen rumkämpfen. Und Leute, wir haben noch eine große Aufgabe. Wir kehren zur Schmiede zurück. Und bei dieser Schmiede werden wir dann unsere Waffe verzaubern. Und zwar war das diese Quest hier. Ich habe 4 Dwemer-Steine gefunden, die scheinbar an die Dwemer-Schmiede in Faldbedars gebunden sind. Ich sollte die Steine in der Schmiede platzieren, um diese wieder in Gang zu setzen. Machen wir. Freue ich mich schon drauf. Und dann gucken wir mal, was wir da für eine Waffe kriegen. Aber Leute, das machen wir jetzt nicht, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Das war's hier mit Ascheherz. Nachdem das Rätsel in der Waffenkammer nun gelöst ist, habe ich Zutritt zum Schatz hinter dem Fallgitter. Darin fand ich eine Notiz eines abtrünnigen Priesters. Ich machte den Priester ausfindig, bezwang ihn und nahm ihm die Maske von Dagoth Ur ab. Ja Leute, in der nächsten Folge schließen wir dann die Questreihe ab, und zwar Warflamme. Da werden wir zur Schmiede zurückkehren und uns hoffentlich eben die Warflamme verzaubern können. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.